dort abgelagerten Leichen. Aber wir wollen diese sicher 18.000 toter Wehrmachtssoldaten bergen und sie einer würdigen Bestattung zuführen. Wir fragen nach. Hat der Volksbund schon konkrete Pläne, wie die Bergung durchgeführt werden soll? Immerhin soll es dort bis zu 7 Grabstellen geben. Wir werden sie weiter lokalisieren und dann auch durch unsere Fachleute ein Lösungsprojekt erarbeiten lassen. Das ist alles zu machen. Eins steht aber heute schon fest, es wird sehr teuer. Das ist sicher nicht mit den jährlichen finanziellen Mitteln des Volksbundes zu bewältigen. Noch einmal fahren wir zur deutschen Dienststelle nach Berlin. Denn in der Zwischenzeit ist man bei der Angehörigenermittlung erheblich weitergekommen. Die vielen Anfragen bei verschiedenen Einwohnermeldeämtern haben sich ausgezahlt. So auch bei diesem Gefallenen, der ursprünglich aus der Pfalz kam und der in einem Einzelgrab rund 60 Kilometer von Wolgograd entfernt mit seiner Erkennungsmarke gefunden wurde. Wir haben festgestellt, dass die aufgefundene Erkennungsmarke den Unteroffizier Jakob Rieck betrifft. Und dieser Unteroffizier wird seit Dezember 1942 im Kampfraum Stalingrad vermisst. Wie wir wissen, war Jakob Rieck verheiratet. Er hatte eine Tochter. Und nun wird es unsere Aufgabe sein, die Tochter zu ermitteln und sie in Kenntnis zu setzen, dass ihr Vater auf den Soldatenfriedhof in Rossoschka umgebettet wird. Das ist die Tochter von Jakob Rieck, die heute in Ludwigshafen wohnt. Auch ihre Tante ist gekommen, die 95-jährige Schwester des Gefallenen. Jetzt blättern sie gemeinsam im alten Familienalbum, denn beide haben nicht mehr damit gerechnet, dass das Schicksal ihres Vaters und Bruders noch einmal aufgeklärt wird. Erst war ich mal ein bisschen misstrauisch, ungläubig, aber dann hat mich die ganze Sache doch überzeugt und ich empfinde es als ein großer Zufall und Glück, dass wir noch mal was von ihm hörten, von seinem Verbleib, dass er jetzt ein Grab hat. Ich habe die Zeit, dass ich das weiß, habe ich schon nächtelang nicht mehr geschlafen. Und wenn ich daran denke, kommen mir immer die Tränen. Es war der einzige Bruder, nicht? Oder die einzige Geschwister. Wir waren zu zweit. Wir haben nachher also mal gestritten miteinander. Weil der war, manchmal war er mal so frech, nicht? Wie so die Kinder sind. Und da habe ich mir das verboten. Mit 27 Jahren heiratet Jakob Rieck in Neustadt an der Weinstraße. 2 Jahre später wird er zur Wehrmacht eingezogen. Seine Tochter Dagmar sieht er nur noch auf Heimaturlaub. Bis plötzlich die Mitteilung kommt, Jakob Rieck wird in Stalingrad vermisst. Der Krieg ist 1945 ausgegangen. Und dann hat man immer noch die Hoffnung gehabt, er kommt wieder, nicht? Er ist gefangen oder irgendwas. Aber es war nichts mehr. Es war nichts mehr. Auch Jakob Riecks Frau kommt bei ihren Nachforschungen nicht weiter. Das Schicksal ihres Mannes bleibt ungeklärt. Die kleine Dagmar muss ohne Vater groß werden. So mit 14 Jahren habe ich beim Aufräumen bei meiner Mutti so einen Feldpostbrief in die Hände bekommen und habe ihn dann gelesen aus Neugierde und habe festgestellt, es war ein Mensch, der mich geliebt hat, der an mich gedacht hat, der liebe Grüße und so reingeschrieben. Und da wurde mir so bewusst, dass es da einen Mensch gab, der mich geliebt hat und den ich nicht kennengelernt habe. Und das war es eigentlich das erste Mal und das Ergreifende. Da musste ich halt mich hinsetzen und ein bisschen weinen. Das war also so ein trauriger Moment. Ich bin froh, dass man weiß, dass er ein Grab hat und dass er wirklich beerdigt ist. Nicht? Thank you.
Dagmar Bauer hat uns erzählt, dass sie so bald wie möglich nach Wolgograd reisen will, um hier auf dem Friedhof in Russoschka Abschied zu nehmen von ihrem Vater. Es wäre ein später Abschied nach 60 Jahren. Aber dann, so sagt sie selbst, hätten ihre Gedanken an den Vater wenigstens ein Ziel. Bis heute gelten noch ca. 1 Million Wehrmachtssoldaten als vermisst. Natürlich wissen die Angehörigen, dass sie nicht mehr leben. Nach 60 Jahren kann es keine Wunder mehr geben. Und trotzdem ist jedes aufgeklärte Schicksal ein Trost. Viele tote Soldaten, nicht nur in und um Stalingrad, liegen noch immer irgendwo in der Steppe. Auch sie haben ein Recht darauf, geborgen und würdig begraben zu werden.